vier von denen, die stolz darauf sind zu fliegen, vier Militärflieger der NVA wollen wir vorstellen. Da ist zunächst Walter Ludwig. Der 24-jährige Junggeselle steuert zwar selbst keine Flugzeuge, aber er hilft anderen, sicher ans Ziel zu gelangen. Karl-Heinz Kreller transportiert große Lasten über weite Entfernungen. Und er benutzt dabei Straßen, auf denen es keine weißen Mäuse gibt. Die äußere Beschaulichkeit seines Hobbys täuscht. Denn wenn Reinhard Bär in die Luft geht, erreicht er oft Überschall. Dietmar Berger behält, obwohl er sich meist tiefer als die anderen drei betätigt, stets die rechte Übersicht. Ihn treffen wir dann auch zuerst wieder. In einer Mi-24 beim Kunstflug als ersten Hubschrauberführer und mit dem Dienstgrad eines Hauptmanns. Nicht zeichnet aus, was erstmal ein modernster Kampfhubschrauber ist, der bei uns geflogen wird. Maximale Geschwindigkeiten, ja, um 300 Stundenkilometer. Sehr wendig in allen Höhen. Wir machen natürlich schon mit der 24 auch Kunstflug. Das ist notwendig, um im modernen Gefecht den Gegner mit den entsprechenden Parametern aufzuwarten und den Kampfauftrag siegreich zu erfüllen. Ich habe im Prinzip den Wunsch mir erfüllt zu fliegen und gleichzeitig erfülle ich die nützliche Aufgabe, mit der Waffe unseren Staat zu schützen und um den Frieden zu halten. Seit dem sechsten Lebensjahr war ich auf dem Segelflugplatz zu finden. Hab dort öfters zugeguckt am Rand, wie die Flugzeuge dort starteten und landeten. War unmittelbar vor unserem Haus. Und mit dem 14. Lebensjahr konnte ich dann aktiv selbst den Sport durchführen. Aber schon immer mit dieser Zielrichtung, mal größere, schnellere Maschinen zu fliegen. Und heute lernt dort, wo Dietmar Berger zum ersten Mal in ein Segelflugzeug kletterte, mit gleichem Eifer begeisterte 15-Jährige das Segelfliegen. Jeder von ihnen hat alle Möglichkeiten, so zu werden wie die heutigen Militärflieger. Wie er diese Lebensaufgabe meistert, hängt vor allem von ihm ab.
Und jeder hat sicher ähnliche Empfindungen, wie Juri Gagarin sie beschrieb. Ein schwer wiederzugebendes Gefühl von Begeisterung erfasste mich. Ich fliege. Ich fliege selbst. Nur den Fliegern ist der Augenblick des ersten richtigen Fluges verständlich. Naja, viele unserer Flieger sagen, wer von der Mi 8 auf die Mi 24 umsteigt, der steigt auf dem Rennpferd um. Ja, und es ist auch so, ist alles wesentlich rasanter. Ja, und auch von Informationen, die der Hubschrauber hier aufnehmen muss, sind wesentlich umfangreicher. Ja. Jagdflugzeugführer sagen, wenn sie unsere Kabine sehen, naja, zweites Jagdflugzeug. Ja. Aber eben für speziellen Einsatz in extrem geringen Höhen. Das heißt nicht etwa erleichterte Bedingungen. Im Gegenteil. Fliegen fast am Boden ist gewissermaßen die hohe Schule. Deshalb sehr oft Kabinentraining, denn komplizierte Technik und eine Fülle von Informationen verlangen traumhaftes Beherrschen. Die Kontrolle erfolgt erstmal im Prinzip gleich mal mit Durchspringen, indem ich erstmal den Schalter kontrolliere auf Kontrolle. Anschließend Hauptschalter ein. Es erfolgt die Kontrolle der Patronen 1 und 2. 1 nach unten, 2 nach oben. Es darf kein Tableau leuchten. Genau. Traumhaftes Beherrschen. Das fordert er als Kommandeur auch vom zweiten Hubschrauberführer und dem ingenieurtechnischen Personal. Denn nur so ist jede Gefechtsaufgabe zu erfüllen. Mein gesellschaftlicher Auftrag sehe ich erstmal darin, da ich ja nun noch nicht allzu lange auf diesem Typ fliege, so schnell wie möglich den Kampfwert zu erreichen, den schon alle der Hubschrauber erreicht haben, um damit unsere gesamte Kampfkraft zu stärken. Naja, und das große Ziel zu verhindern, dass es jemals wieder Krieg gibt. Fliegen in Erdnähe. Faszination und Schwierigkeit zugleich. Denn schnell und möglichst unbemerkt muss er seine Kampfaufgaben erfüllen. Meist im Zusammenwirken mit den Landstreitkräften, aber auch allein und gelegentlich als Aufklärer. An Bord eines AN-26-Transporters begegnen wir dann gleich zwei unserer Genossen. Major Kreller, dem Hobbygärtner, als Kommandeur. Und Leutnant Ludwig, dem Amateurfotografen, als Steuermann der Besatzung. Wendepunkt erreicht, neuer Kurs 0,55 Grad, berechnete Zeit, dritter Wendepunkt 32. Verstanden, Kurs 0,55.
sollen wir nach links? Zone 028, hat er gesagt. Sie sind Transportflieger und befördern Menschen, Militärtechnik, Versorgungsgüter. Sie entladen auf Flugplätzen oder werfen ihre Ladung aus der Luft ab, zur Unterstützung anderer Waffengattungen. Fahrwerk, 20 Stunden AD. Grüne Lampen, Bremsdruck 0. 20 ist Flugfahrwerksteuerung. Startlandung. Feste 50 elektrisch 0. Karte Gleitweg, Landeklappe. Klappe ist 38, Scheinwerfer aus. Luftentnahme, geschlossen, Karte abgearbeitet. Die Geschwindigkeit 220. 60 Meter. 30. 30 ist 50 Meter. 220. 40 Meter. 30 Meter. 220. 20 Meter. 20 Meter. 10, 15, 10. Bahn. 5 Meter. 15, 10. 0 vom Anschlag. 0 vom Anschlag. Besatzungskommandeur ist für seine Besatzung verantwortlich. Diese Verantwortung ist im Ganzen gesehen sehr umfangreich. Sie geht über die Ausbildung der Besatzungsmitglieder, über die Weiterbildung der Besatzungsmitglieder bis zur Erfüllung der Aufgaben. Das heißt in der Vorbereitung des Fluges, in der Durchführung bis zur Beendigung des Fluges oder der Gefechtsaufgaben. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich meinen Platz in so einer Besatzung habe. Nicht den wichtigsten, aber auf jeden Fall leiste ich durch meine Arbeit einen entscheidenden Beitrag, um die Aufgabe, die der Besatzung gestellt wird, zu erfüllen. Und es ist nicht die Arbeit eines Einzelnen hier, sondern immer die Arbeit des Kollektivs bei der Erfüllung der Aufgaben. Ich habe Metallflugzeugbauer gelernt, hatte schon immer Interesse für das Flugwesen. Das fing als Schüler an durch den Bau von Modellflugzeugen und setzte sich dann fort in der Wahl meines Berufes. Und da ich nicht nur Flugzeuge bauen wollte, so bin ich zur GSD gegangen, habe dort eine Motorflugausbildung erhalten. Tiefenstapelung einhalten, zweite Position weiter zurück, vierte vor. Und er hat viele Nachfolger, die heute den zweiten Schritt auf dem Weg zum Militärflieger vollenden. Und wie stets beim Fliegen, der Traum vom vogelgleichen Schweben hat seine Basis auf der Erde. Physische Stählung, Erziehung zu Mut und Tapferkeit, Vertrauen ins Rettungsgerät. Deshalb springen sie. Und auch später im Beruf als Militärflieger haben jährliche Pflichtsprünge das gleiche Ziel. Schön und prächtig ist doch unsere Erde. Jetzt fliege ich und das macht mich stolz. Gibt meinem Leben einen Sinn.
noch vor der Romantik dominiert die nüchterne Sachlichkeit der objektiven Kontrolle, wie die Auswertung in der Fliegersprache heißt. Es ist bergiges Gelände gewesen und mäßige Turbulenz. Wir hatten also ziemlich große Lastvielfache. Wir können ja auch bei starker Turbulenz von Anfang an 10 bis 20 km/h mehr fliegen. Das sieht die Vorschrift vor. Ja, wenn das in den Parametern drin liegt, das heißt in den zulässigen Parametern, ist das durchführbar. Wären wir dann auf der sicheren Seite. Ja, ich könnte dann im Prinzip also wirklich also so 10 bis 15 Sekunden vorher schon das Kommando geben, eben, oder zumindest den Hinweis geben, die Geschwindigkeit oder das neue Regime schon einzustellen. Das fällt an ihm besonders auf. Ständig will er seinen militärischen Pflichten besser gerecht werden. Es dauerte jedoch geraume Zeit, bis er sich nach der GST-Ausbildung für seinen Beruf als Steuermann der Besatzung entschied. Man hat mir da so erklärt, was das da so ist, da ich ja noch im Prinzip keine Vorstellung davon hatte und habe mich im Prinzip sehr gefreut, dass ich da mit der fliegerischen Tätigkeit erstmal wieder sehr in Berührung komme und habe hier zugesagt, habe dann wieder eine Untersuchung, also flugmedizinische Untersuchung durchlaufen, bestanden alles, Aufnahmegespräche wurden durchgeführt und gehörte dann eben mit zu dem Kreis, die an der Offiziershochschule ihre Ausbildung absolviert haben. Er kann sich noch recht genau erinnern, wie er, gleich denen, die in seine Fußstapfen treten, das ABC seines Berufes büffelte, sich mit Mathematik als Grundlage für die Navigation herumschlug, Physik und Aerodynamik begriff und sein räumliches Vorstellungsvermögen schulte. Die Weggeschwindigkeit. Also ich fange oben an, ein bisschen länger. 100%. Genau, und dann geht NTV, die vierte Temperatur, die Abgastemperatur nicht über diese eingezeichnete Ding, also 690 Grad sind das. So, wie schon gesagt, beim Rollen muss der Schalter auf Ansteuerung stehen. Das ist nur möglich, mit Hilfe des Handsteuerhebels hier die Maschine zu rollen. Und immer auch Besatzungskommandeure wie Karl-Heinz Kreller wachsen hier heran. Aber es ist für sie noch ein weiter Weg, bis sie alles wie im Schlaf beherrschen. Das bedeutet? Brandhähne und Stoffhähne geschlossen. In Ordnung. Stellung des Luftschreibenschritthebels nach dem Start, vor dem Start. Vor dem Start bleibt die Stellung mittlerer Anschlag. Falsch. Vorderer Anschlag. Führt das aus. Das ist richtig. Doch zurück zu den Steuerleuten, zurück zur Ausbildung im fliegenden Klassenzimmer. So, gelöste Lerch, Sie sagen mir, wann sind wir noch Zone? Gehen Sie mit der Zeitangabe? Nein, Minute sind wir in der Zone. Jawohl, das ist richtig. Wenn Sie das erste Orientierungsmerkmal sehen, dann zeigen Sie mir das und vergleichen das mit der Karte. Welche Peilung haben wir? Der erste ist bei 135 Grad. Jawohl, 135. Sie müssen davon ausgehen, wo wir die Zone verlassen. Die Berechnungen sind wirklich sehr vielfältig. Es geht da über die Windberechnung, um den genauen Kurs auf der Flugstrecke zu bestimmen, dann um verschiedene Flugelemente wie Geschwindigkeit oder die Höhe, die geflogen werden muss, dass die Lasten bzw. die Fallschirmspringer da ankommen, wo sie hin sollen. Karte während des Rollens. Kräften haben Sie das Deutsche Team? Überprüfen Sie in Ordnung. Welche Träger? Arbeitet. Ich habe Achtung, arbeitet. Geschwindigkeit 120, 160, 180, 200 Entscheidung. Seid sofort. Fahrwerk.
Ihre Aufgabe bei diesem Flug: Training des Abwurfs von Versorgungsgütern. Fahrrad in der Luke. Verstanden, fahr in der Luke. Auf der Erde treffen wir auf Hauptmann Bär, der jetzt gewiss keinen einzigen Gedanken bei seiner Markensammlung hat. Er ist Jagdflieger, Jagdbombenflieger. Er muss Luftziele abfangen, die Land- und Seestreitkräfte unterstützen sowie Aufklärungsflüge unternehmen. Er vollendet als letztes Glied einer Kette die Arbeit vieler. Eine Verantwortung, der er mit seiner ganzen Person gerecht werden muss. Interesse für die Fliegerei war eigentlich, möchte ich sagen, bei mir schon von klein auf vorhanden gewesen. Kann ich jetzt nicht sagen, Gagarin, dass das unbedingt der Anlass war damals. Ich meine, Gagarin damals, jeder wollte dort Kosmonaut werden. So ging es mir wahrscheinlich auch. Und so meldeten wir uns bei der GST Segelflug an. Dort wurde ich geworben für die Laufbahn als Militärflieger. Tja, na dann kam ich zum Motorflug. Auch bei der GST, Jag 18 Z42, dort geflogen. Dann wurde ich einberufen, kam an eine Offiziershochschule. Noch sind sie Offiziersschüler. Doch ihr Flug im Strahltrainer wird sie zum Beherrschen modernster Jagdflugzeuge führen. Und für dieses Ziel setzen sie all ihre Kraft, all ihren Willen ein.
Wille ist Anstrengung, ist Anspannung aller moralischen und körperlichen Kräfte eines Menschen, ist Energie und Hartnäckigkeit beim Erreichen eines gesteckten Zieles. Tja, ich möchte sagen, mit dem Beruf des Militärfliegers ist es erstmal, möchte ich sagen, gelungen, drei Sachen unter einem Hut zu bekommen. Erstens das Hobby, die Fliegerei, den Beruf und den gesellschaftlichen Auftrag. Wir trainieren dafür, dass bei uns der Frieden ständig erhalten bleibt. Wir müssen solche militärische Meisterschaft erringen, dass wir ständig besser sind wie unser Gegner, damit er es nie wagt, uns anzugreifen und wir unseren Sozialismus in Frieden aufbauen können. Und deshalb trainiert er auch das, was er nicht besonders mag. Stellt er sich der täglichen Herausforderung, um jederzeit gefechtsbereit zu sein. Variante besteht im Abfang von Luftzielen und im Luftkampf und bekämpfen eher Ziele am Schießplatz. Die Programmierung im Flugzeug. Auch die Flugvorbereitung nimmt er nicht auf die leichte Schulter. Entscheidet doch ihre Qualität über seine Zulassung zum Flugdienst. Denn in der Luft ist er allein, auf sich selbst gestellt. Abstand von 500 Meter zu dem Zonenflieger ist hier gewährleistet. Für den Zonenflieger bedeutet das, dass er die Höhe 5000 Meter auf keinen Fall überschreitet. Ich möchte erstmal sagen, allein sitzt man im Flugzeug, aber man ist dennoch nicht allein. Man ist über Funk mit dem Flugleiter, mit dem Gefechtsstand verbunden. Aber die Frage Selbstkritik spielt natürlich eine große Rolle. Der Flugleiter kann natürlich nicht sehen, wenn ich oben Fehler begehe. Und die muss ich konkret, gewissenhaft einschätzen und das nächste Mal korrigieren. Ansonsten können Fehleinschätzungen mal bittere Folgen haben und die wollen wir ja alle vermeiden. Ja, in erster Linie steht natürlich die Erfüllung der Gefechtsaufgabe. Das ist erstmal klar und dem ist alles unterzuordnen. Aber man hat auch mal Zeit, sich die Gegend anzugucken. Man sieht erstmal die Schönheit unseres Landes und ist auch ein Gefühl, in einem Flugzeug zu sitzen, was dazu dient, eben dieses Land, diese Heimat zu schützen, sodass eben sie immer so aussieht, wie man sie jetzt sieht. So lösen täglich in unserem Lande Militärflieger die verschiedensten Aufgaben. So gehen sie ihren Weg als Soldaten, als Offiziere der Nationalen Volksarmee zu unser aller Sicherheit. Ja, wir tun alles für den Frieden. Wir sind friedliebende Menschen. Und unser ganzes Leben gehört bis zum letzten Blutstropfen, bis zum letzten Atemzuge unserer herrlichen sozialistischen Heimat.